Mit einem Handwagen geht es zweimal die Woche los. Jeden Freitag und Samstag rettet eine kleine Gruppe hier in Flensburg Lebensmittel. Lebensmittel, die noch genießbar sind, aber im Müll gelandet wären. Lennart Bausdorf ist Student an der Universität Flensburg und engagiert sich für den Foodsharing genannten Verein. Seit 2,5 Jahren rettet er Lebensmittel vor der Mülltonne. Inspiriert mich hat meine Mitbewohnerin dazu, die hat mich einfach mal mitgenommen, die hat da vorher mitgemacht. Und da habe ich das tatsächlich das erste Mal gesehen, wie viele Massen das einfach sind und dass es einfach super schade ist, dass das weggeschmissen wird. Rund 11 Millionen Tonnen Lebensmittel werden jedes Jahr laut Bundesumweltministerium weggeworfen. Wenn noch der Abfall aus der landwirtschaftlichen Produktion dazu gerechnet wird, wie in einer Studie des WWF, sind es 18 Millionen Tonnen. Lebensmittel, die zunächst mit viel Ressourcenaufwand produziert werden, um anschließend im Müll zu landen. Mit Foodsharing versucht die Initiative darauf aufmerksam zu machen, wie viele Lebensmittel verloren gehen. Unser erstes Ziel ist halt die Lebensmittelrettung. Also es werden ein Drittel aller Lebensmittel in Deutschland landen halt in der Tonne. Und das wollen wir halt ändern dadurch, dass wir halt einfach das bewusst machen, weil jeder kann bei sich anfangen. Bei der Initiative mitmachen kann jeder. Seit 6 Monaten ist auch Mats Störband aktiv. Also ich wollte meine Ernährung halt bewusster gestalten. Zentral beim Foodsharing ist für mich, dass einmal Lebensmittel gerettet werden, die ansonsten im Müll landen würden. Und ich konsumiere dadurch ja weniger aus einem Markt und hoffe, dass natürlich sich das irgendwie langfristig auch dann bemerkbar macht. Ob Millionär oder Student, verteilt wird das Essen an jeden, der kommt. Einen Nachweis, dass die Lebensmittel zum unmittelbaren Überleben gebraucht werden, muss niemand erbringen. Die Foodsharer sehen sich in diesem Sinne als Ergänzung zur Tafel. In der Norderstraße 108 kann sich jeder samstags ab 18:45 Uhr mitnehmen, was er möchte.